Lektion 2. Ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich habe alles, was ich in diesem Raum sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und die Übung ist wie gestern wirklich zu schauen und alles gleichermaßen zu behandeln, indem mir anzuschauen, egal ob es ein Mensch ist oder ob es eine Fliese ist oder ob es ein Bild ist oder ich habe allem die Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und ich weiß noch, als ich das vor Jahren hatte ich das mal mit einer Tür und als ich so innehielt, indem ich war am Laufen und dann kam mir die Lektion den Tag, ich habe allem die Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Und tauchte in meinem Geist alle Situationen auf, die ich mit Türen hatte als Kind, wenn ich mich gefreut habe, eine Tür aufgemacht. Meine Uroma stand davor, vor Glastüren, als ich vor Glastüren gerannt bin. Und das war so klar, es ist so alles abgespeichert. Ich habe allem die Bedeutung gegeben. Und wenn ich von der Glastür laufe, dann gebe ich dem Bedeutung erstmal, okay, Vorsicht. Und so ist das mit allem, was ich hier sehe. Ich gebe dem die Bedeutung. Und es geht ja immer noch tiefer und tiefer und tiefer im Geist, weil in dieser Trennung, in diesem Traum, ich der Welt und allem, was ich darin sehe, ne, die gesamte Bedeutung gebe, die es für mich hat. Und das kann ich mir mit dem Heiligen Geist umdeuten lassen, meine Wahrnehmung in wahre Wahrnehmung. Und doch heute erstmal einfach mit dem zu sein, das ist wirklich erst das ich habe das gemacht. Ich habe allem, wie ich es betrachte, jegliches Urteil auf jeglichen Menschen, auf jeglichen Gegenstand, das entspringt meinem Geist. Ich habe das gemacht und es ist nichts, was von außen gekommen ist, sondern in meinem Geist. Und die Übung heute, was hier steht, lass einfach deinen Blick leicht und zügig umherschweifen und wirklich Auswahl nach Größe oder nach irgendwelcher Wichtigkeit, das alles wirklich zu vermeiden. Und wow, das mache ich. In jedem Moment, ich gebe dem die Bedeutung und ich habe dem die Bedeutung gegeben und es ist alles ist Schau, alles ist Gott, alles ist der Traum und ich gebe dem die Bedeutung und in dem heute zu sein und in Leichtigkeit zu sein. Und diese ersten Lektionen so mir bewusst zu machen, dass ich das mache, dass ich das gemacht habe und dass ich das in jedem Moment mache. Allem die Bedeutung zu geben und das Ego hat dann immer so die Idee, sofort selber dazu, mich zu verurteilen. Und darum geht es überhaupt nicht, sondern um
Wow, ich mache das, ich habe das gemacht, ich mache das die ganze Zeit. Und dieses Abenteuer von mehr Bewusstheit, von mehr Bewusstsein, das ist so ein Geschenk. Und wenn ich das urteilsfrei mache, dann ist es so für mich auf jeden Fall in meinem Geist so eine, es schenkt so eine Freiheit und es ist so eine Freude, wow. Ich mache das, ich habe das gemacht, also kann ich es in meinem Geist auch wieder ändern. Und ja, es ist so ein Geschenk. Bewusstwerdung ist so ein Geschenk. Wenn wir es der Vernunft geben in uns und nicht dem Ego. Und es wirklich für die Erlösung nutzen und uns nicht damit verurteilen, was das Ego ja die Idee hat, suche, aber finde nicht und schaffst du nicht und. Und da wünsche ich uns einen wundervollen Tag in Leichtigkeit und wow, ich habe allem die Bedeutung gegeben. Allem, was ich sehe. Allem. Das ist meine Deutung. Und diese Deutung basiert auf Vergangenheit, die vorbei ist. Und ja. Ich wünsche uns einen wundervollen Tag und Freude, Faszination und Erlösung in dem.